Seit nunmehr 100 Tagen tobt an diesem Freitag der von Russland entfesselte Angriffskrieg in der Ukraine. Präsident Volodymyr Zelensky zog bei mehreren Auftritten eine Art Bilanz des Krieges seit dem 24. Februar. Bei den Kämpfen im Osten des Landes würden täglich bis zu 100 ukrainische Soldaten getötet, sagte er in einer Videoschalte bei einer Sicherheitskonferenz in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Zelensky sagte weiter: Und ein paar hundert Menschen, 450, 500 Menschen werden verletzt jeden Tag. Ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets sei derzeit von Russland besetzt, sagte er in einer Schalte in das luxemburgische Parlament. Die russischen Truppen seien in 3620 Ortschaften der Ukraine einmarschiert. 1017 davon seien wieder befreit worden, sagte Zelensky. Weitere 2603 werden noch befreit werden. 12 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer seien im Land auf der Flucht, 5 Millionen im Ausland. Russland habe über 30.000 Soldaten verloren, behauptete Zelensky. Auch westliche Experten vermuten zwar schwere russische Verluste, halten die Kiewer Zahlen aber für zu hoch. Unser Widerstand ist nach all den Monaten ungebrochen. Der Feind hat seine selbst gesteckten Ziele nicht erreicht, sagte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malja. Wir sind bereit für einen Langzeitkrieg. Sie lobte, dass die Dynamik der Waffenlieferungen aus dem Westen an Fahrt aufnehme. Zelensky dankte vor allem für die Zusage der USA, hochmoderne Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS zu schicken. Wird der Krieg noch lange dauern? Gab es in den ersten Kriegswochen noch Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew, liegen diese spätestens seit den Gräueltaten an der Zivilbevölkerung in Butscha und anderen Orten bei Kiew auf Eis. Zelensky will erst wieder verhandeln, wenn Russland sich auf die Grenzen vom 23. Februar zurückzieht. Kriege sind von Natur aus unberechenbar, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington. Deshalb müssen wir uns einfach auf eine lange Strecke einstellen, so Stoltenberg weiter. Der Konflikt sei zu einem Zermürbungskrieg geworden, in dem beide Seiten einen hohen Preis auf dem Schlachtfeld zahlten. Die meisten Kriege endeten am Verhandlungstisch. Das werde vermutlich auch in diesem Fall passieren, sagte Stoltenberg. Aufgabe der NATO-Verbündeten sei es, die Ukraine zu unterstützen, um den bestmöglichen Ausgang für das Land zu erreichen. Deutschland ist in den Kriegswochen von der Ukraine, aber auch von europäischen Verbündeten immer wieder kritisiert worden, weil es aus deren Sicht zu zögerlich Hilfe leistet. Außenministerin Annalena Baerbock sicherte der Ukraine Solidarität und weitere Waffen zu. In einem Gastbeitrag für Bild schrieb die Grünen-Politikerin: Wir werden der Ukraine weiter beistehen, solange bis es keine weiteren Butschas mehr gibt, damit auch für die Menschen in der Ukraine das wieder normal ist, was für uns eine solche Selbstverständlichkeit ist: ein Leben in Freiheit. Frieden gäbe es nicht umsonst, aber jeder Cent unserer Ausgaben ist eine Investition in Sicherheit und Freiheit, in die Freiheit Europas. Solange die Ukraine nicht sicher sei, sei auch Europa nicht sicher. Die EU wird am Freitag absehbar den förmlichen Beschluss für neue Russland-Sanktionen fassen. Dazu gehört ein weitgehendes Ölembargo.